Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge Station News mit mir, dem Chris. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wir wollen ja unsere neue Furnace hier ein wenig mit Gasen versorgen, um mal zu prüfen, ob das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, diese Geschichte mit, wir führen kaltes CO2 und warmes CO2 hinzu. Dazu müssen wir natürlich hier hinten erstmal die Infrastruktur aufbauen, um das Ganze zu machen. Und ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir machen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Platz. Ja? Wir haben ja hier die Möglichkeit, mit unserem wunderschönen Gerät hier ein bisschen die Erde wegzufräsen. Das werden wir jetzt mal gleich tun. Hier müssen wir bloß ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die Kabel zerfräsen. Und wir können übrigens, wenn ihr das, das Gerät benutzt und R drückt, habt ihr hier die Möglichkeit, Z-Flatten anzuschalten. Und dann könnt ihr hier wunderschön eure Erde flach machen, ohne dass ihr irgendwie zu viel wegbuddelt. Ja? Und das finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Und wir werden uns jetzt hier mal zwei Räume bauen. Wir brauchen ja zwei Räume. Wir müssen ja quasi einen Kühlraum und einen Heizraum bauen, ja, mit dem wir dann unsere zwei CO2-Gase aufbereiten sozusagen. Und wir werden da noch ein bisschen Elektronik dazu bauen, dass wir uns nicht immer darum kümmern müssen. Power low, ja. Dass wir uns nicht mehr immer darum kümmern müssen, dass unsere Energie ausreichend, unsere Gase ausreichend sind. Jetzt müssen wir das wieder umstellen. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Das können wir nämlich nicht in die Erde buddeln hier. Aber da machen wir jetzt auch gleich noch ein Dings rein. So, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz, würde ich sagen. Und da können wir jetzt hier erstmal ein paar Frames einbauen, sodass wir nicht immer in die Löcher fallen. Weil das ja immer total nervig ist hier mit den Löchern. Machen wir uns hier noch einen schönen Raum draus. Mit schönen Wänden und sowas alles. Oh, jetzt sind wir doch wieder ins Loch gefallen. J drücken für den Jetpack. Oder das Jetpack. So, wir können die Steel Sheets schon mal verschweißen, die wir haben, würde ich sagen. Power Low, ja, das ist noch nicht gefährlich. Das wird erst gefährlich, wenn er wirklich sagt Power Low. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Und dann können wir jetzt erstmal hier... wollen wir gleich zuschweißen? Ja, wir schweißen gleich zu. Ja, 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 wir schweißen gleich zu. Wie gesagt, aufpassen. Nicht mit dem Schweißgerät auf Kabel halten. Ja, dann gehen die kaputt. Ach, das sind noch Eisenframes hier. Ich habe nicht wirklich noch Eisenframes hier gemacht. Na gut, dann müssen wir das mal tauschen gleich. Da ist noch ein Eisenframe. Oh nee, da in dem Tank, wo unser ganzes CO2 drin ist, ist ein Ironframe. Nein. Blöd. Aber gut. So. Wollen wir das hier auch mal durchschweißen? Ja, das können wir auch mal durchschweißen. Und das hier können wir auch durchschweißen. Dann haben wir jetzt zwar alles dicht geschweißt, was eigentlich nicht nötig ist, aber wir wollen ja auch ein bisschen Spielkram hier machen. Ne? Also ich denke mal, hier hinten werden wir die beiden Räume dann hinbauen. Also den können wir hier stehen lassen. Der kann ja hier... Machen das mal aus hier, dass wir hier nicht zum Explodieren bringen. Den können wir da stehen lassen, den CO2-Tank, weil da ist ja nur schon auch CO2 drin. Oder wir machen es anders. Wir schließen das Ganze an unser System an und lassen das rausfiltern, den Tank. Dann ist er... Dann ist das in unserem System und wir können das dann wieder neu bauen. Das können wir natürlich auch machen, ja. Aber 20 Megapascal, oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt machen wir den mal hier zu. Weil wenn wir nämlich jetzt 20 Megapascal noch in unsere Basis rein, in unseren Basistank reinleiten, dann können wir da Probleme kriegen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal prüfen, wie viel Druck wir in unserem CO2-Tank haben, den wir in unserer Basis stehen haben. Wir machen mal das Licht aus. Brauchen wir nicht. Übrigens könnt ihr auch über das sogenannte Portable Light, das können wir uns ja mal bauen. Ich weiß nicht, ob ich das hatte ich glaube ich mal, habe es weggeschmissen. Über das Portable Light könnt ihr euch auch eine Lampe bauen, die in eurem Anzug quasi drin liegt und die euch so ein bisschen diffuser das Licht
das Licht macht. Ja, also ich zeige euch das mal. Das mache ich jetzt, hau ich jetzt mal schnell zwischendurch rein. Oh. Ja, okay. Also wir machen erstmal die Energiethematik. 50% hätten wir noch gehabt. Haben wir. Und Hangar Caution, da gucken wir mal in die Uniform. Da haben wir ja noch was. Jetzt können wir noch schnell futtern. Und damit wir jetzt nicht beim nächsten Mal wieder hier reinrennen müssen, nehmen wir uns mal eine Tomatensuppe mit in den Anzug und eine... Haben wir noch eine gekochte Kartoffel? Ja, das sollte man sich nochmal anmachen. Wir haben keine gekochten Kartoffeln. Okay, na, dann nehmen wir noch eine Tomatensuppe. So, die können wir dann beim nächsten Mal essen, wenn wir wieder Hunger haben. So, genau, ich wollte mal das Portable Light gucken. Ich weiß nicht, ob man das hier im Toolmaker herstellt. Wir gucken mal... Wo stellt man das Portable Light her? Hier ist es nicht drin, okay. Dann wird es im Electronics Printer drin sein. Mal den hier wieder ausmachen, der verbraucht nur Strom, aber Strom haben wir hier noch. So, gucken wir mal. Light. Portable Light, genau, das können wir mal bauen. Kann ich euch nämlich mal was zeigen. Das ist nämlich eigentlich voll cool, dieses Portable Light. Wenn ihr nämlich das Thema mit der Taschenlampe nicht so mögt, ja, dass die immer so einen komischen Kreisel hat und ihr rundherum gar nicht seht und ihr gerade beim Basenbau seid zum Beispiel, ja, dann habt ihr so ein Portable Light und das Portable Light kennt ihr ja, ja, das könnt ihr aufstellen, wenn ihr jetzt Q drückt und dann könnt ihr auf Open drücken, hier ist irgendwo, da ist ein Open, ja, so, dann stellt sich das hin, dann holt ihr euch eine Batterie, ich nehme jetzt mal eine große, steckt die da rein. Und dann könnt ihr das Ding anmachen und dann habt ihr hier ein Licht. Ja, das Portable Light. Das kennt man, wenn ich das hier ausmache, macht das schön Licht. Was ihr aber auch machen könnt, ist, wenn das Ganze angeschaltet ist, mit einer Batterie versorgt ist, könnt ihr das auch wieder einklappen. Ja, und wenn ihr das aufnehmt, Pickup, dann habt ihr um euch rum, seht ihr das? Also das ist unsere normale Lampe. Und wenn ihr das Portable Light in der Tasche habt, dann habt ihr um euch rum ein Licht. Ja, das sieht man hier so ein bisschen. Wenn ich das jetzt mal ausschalte. Off. On. Off. On. Off. Ganze Wochenende. On. Off. Soll ich da mal draufdrücken? Ja. So, ne? Dann habt ihr quasi ein Licht. Der einzige Nachteil bei diesem Licht ist, dass ihr dieses Licht in eurem Inventar tragen müsst. Ihr seht das ja hier, ne? Das ist im Inventar und nimmt euch einen Inventarplatz weg. Ja, aber mit diesem Licht könnt ihr auch rumlaufen. Und ihr seht hier, ne? Du habt hier schön Licht und könnt überall, wo ihr seid... Wird alles schön beleuchtet. Das wollte ich nur noch mal zeigen, dass ihr das auch machen könnt. Ja? So, unser geklautes, gehacktes Dings. Und der Nachteil bei diesem Portable Light ist halt, dass ihr erstens eine Batterie braucht, was jetzt prinzipiell nicht schlimm ist, was ich nicht als Nachteil sehen würde, denn im Late Endgame, so wo, da wo wir jetzt sind, hat man eigentlich immer Batterien genug und wenn nicht, baut man sich welche. Der Nachteil ist, dass ihr, wenn die Batterie alle ist, ist sie alle. Dann ist sie einfach aus und dann geht das Licht aus und habt ihr gar kein Licht mehr. Na, stimmt nicht, ihr habt ja noch das Licht hier im Anzug, aber ihr habt dann kein Portable Licht mehr, kein diffuses. Und ihr müsstet dann losrennen, müsstet euch eine Batterie holen. Wenn ihr dieses Licht hier im Anzug nutzt, dann wird die Energieanzeige des Anzuges, der euch dann sagt, Power Low, wird euch dann sagen, oh, ich muss meine Batterie wechseln, dann bleibt mein Licht auch an. Ja, das ist der einzige Unterschied, den ihr dann habt. Aber ist ja nicht so kompliziert eigentlich. So, ich wollte noch irgendwas machen. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Kinder, helft mir mal, was wollte der Chris machen? Ich wollte irgendwas machen. Jetzt muss ich nochmal rausgehen, um mich daran zu erinnern, was ich mal... Achso, ja, wir wollten Steelframes herstellen. Und Steelsheets. Dazu brauchen wir Stahl, den hatten wir ja hier, glaube ich, schon reingepackt. Na, 90 Gramm haben wir noch, das ist okay. Machen wir mal noch ein paar Stahlrahmen. Ja, genau, Chris macht die Maschine aus. Ist ja egal. Und Stahlrahmen bauen. So, das Nickel, ja, weiß ich nicht. Das ist hier alles irgendwie gediebt. Das ist durch einen Bug entstanden. Ja, aber gut, wir verbrennen es. Ist nicht schlimm. Wird verbrannt und Peng ist. So, haben wir noch. Habe ich jetzt gerade irgendwo meine. Ich habe irgendwo meine Stahl. Ach nee, ich hatte keine Rahmen mehr, ne? Genau. Das sind die Walls, die brauchen wir dann später erst. Achso, die Iron Sheets können wir mal mitnehmen. Dann können wir die Eisengeschichte... Ne, machen wir nicht. Wir machen keine Iron Sheets, wir bauen den Tank ab. Wir bauen den Tank ab, wir nehmen ein paar Rohre, haben wir noch. Ja, ein paar Rohre haben wir noch. Wir bauen den Tank ab und wir haben natürlich hier in unserer Basis jetzt keine Atmosphäre, weil wir die ja ausgebaut haben, die rausgenommen haben, die Atmosphäre.
weil wir ja hier Pressure reisen wollten. Werden wir jetzt aber nicht mehr machen. Wir werden das später machen. Wir werden jetzt hier erstmal das Glas ausbauen, damit wir hier besser durchkommen. Ja, da müssen wir nicht immer außen rumlaufen und scheiß auf das Pressure, also scheiß auf den Druck jetzt hier gerade in der Basis. Brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ist erstmal egal. Ja, wir kommen jetzt hier schneller rein und raus. So. Und hier hinten haben wir irgendwo den Anschluss, genau, das ist das, der Rohranschluss für unsere Basis, glaube ich. Der kommt hier raus, genau, hier kommt er raus. Das ist unsere Filtration. Das heißt, wir können uns hier anschließen, um diesen Tank da hinten leer zu pumpen. Damit wir das CO2 quasi erstmal sichern. Das haben wir ja schon weggepumpt, das brauchen wir ja nicht wegschmeißen. Und ich wollte, genau, ich wollte gucken, wie viel Druck wir hier drin haben. 7 Megapascal, das ist Kikifax. Sag ich mal, 7 Megapascal, die müssten wir hier noch reinkriegen in unser CO2-Dingens. Gucken wir mal hier rein. Ja, 7 kriegen wir da noch locker rein. 22 haben wir da gerade. So, und da könnten wir uns theoretisch auch eine Leitung legen nach hier hinten und könnten dann das CO2 aus unserem Haupttank nehmen. Ja, für den Ofen hier, für diese Ofengeschichte. Das müsste ja auch immer eine halbwegs gute Temperatur haben. Gucken wir mal, ich muss jetzt hier mal einen Fußboden reinbauen. Das geht mir voll auf den Sack, dieses Rumgeklettere da immer. Wenn man so durchs Fenster geht, ja, dann geht man hier rein und wieder raus. Wisst ihr, was ich meine? Und oh, das geht mir auf den Zeiger. Und das werden wir jetzt gleich erstmal ändern. Aber vorher werden wir erstmal die Saugleitung hier verlängern. So, das ist die Saugleitung. Hier können wir dann die Sachen integrieren. Es geht, es sieht ein bisschen komisch aus. Man denkt, das geht hier so rum und endet da, aber das stimmt nicht. Das geht hier lang, geht hier in der Ecke lang, geht hier in der Ecke lang, geht hier hinten lang und hier hinten kommt es wieder raus. Seht ihr? Hier kommt es wieder raus, da geht es zur Filtration. So, und jetzt baue ich mir hier einen Fußboden ein, weil mich das total anbricht. Das ist immer, wenn man hier durchläuft, seht ihr, dann bleibt man immer hängen und das finde ich total blöd. Also bauen wir jetzt hier erstmal einen Fußboden ein. Achso, das geht glaube ich gar nicht, ne? Gucken wir mal. Nee, da geht's nicht. Ach, hier geht's auch nicht. Na, because of Blödsinn. Because of Dummheit. So. Und jetzt bauen wir hier erstmal die ganze Geschichte auseinander. Das mit dem CO2 aus der Atmosphäre ziehen machen wir dann später. Das Schöne ist, man kann da auch eine Elektronik dran bauen, was wir auch machen werden, die immer dafür sorgt, dass wir genügend CO2 in den Tanks haben. Ja. Das werden wir also dann mal bauen. Jetzt müssen wir aber ganz schnell hier nach hier vorne laufen und müssen mal ganz kurz die Maschine hier stoppen, damit die uns nicht 300 Dings baut hier. Okay, haben wir. Jetzt müssen wir hier mal ganz schnell die Dinger aufnehmen. Ja, wenn man muss ein bisschen... Man muss ein bisschen multitaskingfähig sein in Stationeers, weil man natürlich 25.000 verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss oder machen will. Und dann muss man ein bisschen aufpassen. Gerade bei so Sachen, die so schnell gehen hier, ja, so Steel Sheets. Aber gut, die lassen wir jetzt komplett bauen. Steel ist ja dann fast alle. Dann müssen wir aber nochmal neues Stahl herstellen. Das kriegen wir aber auch hin. Ist alles kein Problem. So, und jetzt werden wir erstmal hier, bevor wir hier weitermachen, werden wir erstmal die restlichen Steel Frames verbauen, damit wir hier Platz im Inventar kriegen. Ach, jetzt bin ich da wieder reingefallen. Jetpack off. So. Die Frage, wie weit wollen wir es bauen? Ich würde ja sagen, wir bauen es ein bisschen größer. Dann haben wir nicht so viel Stress. Oh, nein. Nein. So, das wird dann hier... Da können wir uns dann hier hinten noch eine Dings hinbauen. Dings, wisst ihr, seitdem ich Dings kenne, kann ich ja die Welt erklären, ne? Dings. Dings und Bums. Kennt ihr ja die Bäden, ne? So, und die werden wir jetzt erstmal fertig schweißen, damit wir hier nicht so viel Stress haben, mit irgendwo reinzufallen. So, wo war denn hier war noch? Den können wir nicht fertig schweißen, weil ist Eisenframe. Werden wir dann noch ausbauen. Wie gesagt, es gibt auch noch einen Hinweis. Wenn ihr Sachen schweißt, fertig schweißt oder nicht fertig schweißt oder... Also, ist die Frage, was kann man wie und wo machen. Wenn ihr die erste Stufe der Frames aktiviert habt, also wenn ihr es initial platziert, dann könnt ihr dieses Frame, dann ist das nur ein Platzhalter, dann ist das nur da.
Ja, aber es, ihr könnt damit nichts machen. Ja, also ihr könnt da nichts anbauen an die Wände. Und also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so eine Wand habt, ja, und diese Wand hat nur diesen ersten Status, also dieses hier, das hier, ja, den ersten Schritt, dann könnt ihr da nichts anbauen, ihr könnt da nichts machen, ihr könnt gar nichts machen. Ihr könnt da Geräte reinstellen, das geht, aber was anderes könnt ihr nicht machen. Wenn ihr die zweite Stufe habt, dann habt ihr schon eine Außenwände, das heißt, ihr könnt da schon Sachen dran bauen außen, ja. Und die dritte Stufe ist dann luftdicht. Das ist das, was ich jetzt hier am Boden schon mache, weil ich will das ja schon, dass es dicht ist. Dann brauchen wir nachher hier nicht rumspielen und haben das dann alles schön schick. So, wie gesagt, müsst ihr aufpassen. Ich zeige euch das mal hier mit dem Kabel. Habt ihr gesehen? Ja, ich mache jetzt den Ofen an hier, also den Brenner und halte den mal aufs Kabel. Kaputt. Ja? Also müsst ihr aufpassen, mit dem Brenner dürft ihr nicht auf die Kabel halten, weil dann gehen die kaputt. Ja. So. Gucken wir mal, ja, das sieht doch schon gut aus hier als Raum. Ja, so können wir das wohl machen. Und jetzt nehmen wir nochmal die Eisen, die Steel Sheets. Da müssen wir dann wirklich nochmal welche nachproduzieren. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Stahl herstellen. Werden wir dann noch machen. Ist ja jetzt easy peasy. Stahl müssen wir auch mit der alten Furnace hinkriegen. Theoretisch können wir das auch mit der normalen Furnace machen. Stahl ist da sehr genugsam. Von der Leiste, von den Werten von der Temperatur und dem ganzen Scheiß. So, Jetpack aus. Und jetzt gucken wir mal hier. Wir wollten ja die Sache unserem Tank zuführen. Das heißt, wir müssen hier die Sache auseinanderbauen und müssen dann das Ganze hier verbinden. Moment. Ist das die Verbindung dahin? Ja, ich glaube ja. So, theoretisch müsste jetzt hier unsere Filteranlage angehen. Und müsste CO2 filtern. Gucken wir mal. Ja! Ja! Super! Funktioniert also. Das gefällt mir. Und jetzt machen wir nämlich den Tank hier leer. Dann können wir den umsetzen, wenn wir den leer gemacht haben. Ja, dann verschwenden wir kein Gas. Was eigentlich auch Blödsinn ist, weil CO2 gibt es ja ohne Ende, ja, in der Atmosphäre hier. Aber das ist jetzt nur mal der Hinweis, falls ihr das Ganze mal auf einem anderen Planeten macht. Denn wenn ihr zum Beispiel auf dem Mond seid oder ihr seid auf Europa oder was weiß ich wo, da habt ihr kein CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, ihr könnt das CO2 nicht so wie auf dem Mars einfach erzeugen, sozusagen aus dem Nichts, sondern ihr müsst das Ganze dann tatsächlich irgendwie aus der Produktion ziehen. Und dazu ist es halt wichtig, dass ihr die Gase des Ofens, wenn er denn irgendwas für euch geschmolzen hat, dass ihr diese Gase auffangt. Ja. So. Dann haben wir jetzt hier alles zurückgebaut, soweit. Jetzt werden wir noch die Kabel zurückbauen. Die brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Und werden dann entsprechend hier neu anfangen. Und müssen dann aber... Oh nein, das war jetzt verkehrt. Das war blöd. Das war blöd. Ich weiß nicht, ob unsere Wastegaspumpe jetzt funktioniert. Das gucken wir mal. Ja, sie funktioniert noch. Weil, wenn ihr nämlich die Verbindung vom Tank zur Elektronik trennt, dann weiß die Elektronik nicht mehr, der Chip weiß, der weiß dann nicht mehr, welchen Tank ihr meint. Ja, also wenn ihr mal irgendwas auseinanderbaut und ihr stellt fest, boah, das funktioniert nicht mehr, dann liegt das daran, dass ihr irgendwo eine Verbindung getrennt habt. Ja, und dann weiß die Elektronik nicht mehr, was ist. Also ich gucken das mal hier irgendwo, wo ist denn hier unsere Wastegaspumpe? Hier ist sie. Das ist unsere Wastegaspumpe, ja? Oder ist das hier? Wartet mal, wir gucken mal. Ich zeige euch das mal. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Denn da fällt man ganz schnell drüber. Und ich hatte die Probleme auch schon. Ja? So, ist das hier Wastegas?
Vesgas Pump Control, genau. Und die Vesgas Pump Control, also quasi der Chip, der dafür sorgt, dass unsere Abgaspumpe hier hinten funktioniert, der erwartet an diesen entsprechenden Pins die Geräte. Ja, und wenn ihr die einmal abklemmt, also wenn ihr die jetzt hier einstellt, ja, der Vesgas Tank ist eingestellt, und wenn ihr die dann abklemmt, indem ihr das Kabel hier abschneidet, ja, vom Tank, dann weiß der Chip nicht mehr, welchen ihr meint. Und dann blinkt der hier. Und dann müsst ihr das Ganze nochmal neu verbinden. Ja? Und deswegen habe ich das jetzt gerade kontrolliert. Einfach um zu wissen, ob das noch so ist, wie es sein soll. Ja? So. Die brauchen wir ja auch nicht mehr hier. Das können wir auch zurückbauen. Die sind dann natürlich wasted, also kaputt. Die sind weg, weil wir die ja zerstört haben. So, wir hätten hier gar keinen Ausgang gebraucht. Wir haben ja hier den Rohranschluss. Aber das ist egal. So, Hammer. Wir könnten jetzt mal hier die Filteranlage auch noch zurückbauen. Weil wir die ja jetzt hier an der Stelle nicht brauchen. Und könnten die dann erstmal hier hinschmeißen. Oder sagen wir mal so, wir bauen sie mal hier hin. Dann ist sie da und nicht weg. Ja, oh, das war ja verkehrt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ja eine Filtration hinbauen. Filtration, so. Dann ist sie da, kann ich wegfliegen. Ne? Alles, was los ist, kann halt beim Sturm wegfliegen. Und deswegen müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass er das Ganze nicht irgendwo liegen lasst. So, dann haben wir Passive Vents. Die packen wir mal hier rein. Können wir mal hier abwerfen. Das können wir abwerfen. Das können wir abwerfen. Den auch. Den auch. So. Wie gesagt, hier drinnen passiert nichts, ja, das fliegt nicht weg, aber draußen würde es halt wegfliegen. Und deswegen, hallo, bleibst du mal hier? Ah, ist schon blöd, wenn die Natur rund ist, ja. So, der Vesgas-Tank war leer. Vesgas-Tank sei schon CO2-Tank. Das kontrollieren wir nochmal, bevor wir ihn abbauen. Nichts ist schlimmer, als zu sagen, ja, der ist leer und dann ist er nicht leer. Ja, der ist leer, tatsächlich. So. Wie bauen wir den ab? Mit einem Handdrill. Naja, klar. Es wird ja immer alles mit einem Handdrill abgebaut. So. Dann haben wir jetzt einen Kit-Tank. So. Wir machen auch extra keinen isolierten Tank. Weil die Leute immer sagen, ich muss einen isolierten Tank nehmen. Nee. Ich will ja, dass aus dem Außenbereich Temperatur in den Tank reinkommt. Ja, also will ich, dass er Leistung, also dass er nicht isoliert ist. Ich möchte von außen Hitze oder Kälte auf diesen Tank einwirken lassen. Ja, und deswegen muss man das so machen. So, was wir jetzt noch machen ist, wir nehmen hier noch die Dingsframes hier weg. Ach nee, wartet, da brauchen wir was brauchen wir da? Die Wrench, glaube ich. Ja. Die dekonstruieren wir jetzt mal. Und jetzt brauchen wir den Trennschleifer. Und dann müssen wir den aber erstmal hier reintun. So. Und wir werden das Ganze jetzt mit Stahlframes ersetzen. Das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir noch, wie ihr seht, einiges an Frames noch bauen. Und wir brauchen natürlich noch ein paar Frames, um jetzt dann das Gehäuse zu bauen für die beiden Tanks. Ja, das hätte ich hier gerne ein bisschen abgeschlossen. Also wir werden mal sehen, dass wir vielleicht diesen Tank hier noch ein bisschen isolieren. Oh, ey, Spiel. Manchmal ist der Mars echt kacke. So, wir werden diesen Tank noch ein bisschen isolieren. Das heißt, wir werden ihn hier noch ein bisschen ein paar Wände geben. Die Hitze kann nach oben raus, das ist okay. Aber er gibt die Hitze jetzt nicht hier an diesen Raum ab, wo wir gerade sind. Ja, wenn wir jetzt hier irgendwo unseren Kaltgascontainer haben wollen oder Tank haben wollen, dann wäre es natürlich blöd, wenn der jetzt hier direkt neben dem heißen Tank ist, ja, wo unsere Abgase erzeugt werden. Unseren Heißgastank könnten wir theoretisch damit reintun, aber ich möchte den Heißgastank gerne extra haben, weil ich ihn extra regeln will von der Temperatur. Juti, ich würde sagen, das war's in dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten und dann hoffe ich, dass wir dann ein bisschen weiterkommen. Also, macht's gut, bis denn, tschüss. Achso, und abonnieren nicht vergessen, ne?